Herzlich willkommen. Wir von Siemens Smart Infrastructure bemühen uns, Sicherheit und Wohlbefinden mit den Gewerken Fire Safety, Security und Comfort und dem Einsatz unseres Gebäudemanagementsystems des IGO-CC in Ihr Gebäude zu bringen. Wir unterstützen Sie auch beim Modellieren und mit Modellen, die im integrierten BIM-Viewer visualisiert werden können. Simulationen und Simulationsmodelle für Komfort aus der Planung hier im Großpeter Tower in Basel können auch während dem Betrieb ein zweites Leben finden. So können wir im DESIGO CC BIM-Viewer Soll-, Ist- und Vergangenheitswerte miteinander vergleichen. Und die daraus resultierende Gap-Analyse kann für weitere Optimierungen der Gebäudeperformance und Feedbacks für die Simulation genutzt werden. Wie kann ein Eigentümer während des Betriebes feststellen, wo in seinem Gebäude Energieperformance-Optimierungen gemacht werden können? Ein Gebäude wird in einzelne Bereiche unterteilt. Die einzelnen Bereiche werden durch ein komplexes Zusammenspiel von Gebäudeautomations- und Sicherheitsanlagen bewirtschaftet. Eine variable Belegschaft und unterschiedliche Nutzungsanforderungen stellen eine große Herausforderung an die installierte Technik. Der Wunsch, Energie einzusparen und Optimierungsbedarf zu erkennen, liegt auf der Hand. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Wie erkennt man auf einen Blick, ob die Anlagen so funktionieren, wie sie geplant wurden? Die Antwort lautet Performance Gap Analyse. In einer Gegenüberstellung von Ist- und So-Werten wird eine Abweichung Gap genannt. Dieser Gap-Wert bildet den Indikator für eine Abweichung der Anlage zum energetisch optimalen Betrieb. Kurz gesagt, je größer der Gap, desto höher das Optimierungspotenzial. Schauen wir uns die Gap-Analyse etwas genauer an. Es sind zwei Datensätze notwendig, Ist- und So-Werte. Die So-Werte werden oft in der Planungsphase durch den Bauherren festgelegt. Dabei handelt es sich um statische Werte, welche sich im Projekt nicht mehr ändern. Die So-Werte können auch eine Gebäudeperformance-Simulation entnommen werden. Dies ermöglicht eine dynamische Anpassung der Werte. Die Ist-Werte, auch Leihwerte genannt, können den Datenpunkten der Gebäudemanagement-Plattform entnommen werden. Aus den Ist- und So-Werten wird danach der Gap-Wert berechnet. Der DESIGO CC BIM Viewer ermöglicht dem Benutzer eine einfache und schnelle Übersicht. Die Gap-Werte werden in einer 3D-Stockwerkansicht farblich in den dazugehörigen Räumen eingeblendet. Dabei steht Grün für den perfekten Betrieb, Blau für eine negative Abweichung und Rot für eine positive. Kurz, ein blauer Raum ist zu kalt und ein roter Raum zu warm. Wird durch den Betreiber eine Abweichung festgestellt, stehen diesem die gesamten Informationen der Gebäudetechnik zur Verfügung. Dies umfasst alle Live-Daten aus den Primäranlagen, der Raumautomation, Strom- und Wasserverbrauchmessungen, Wetterdaten, Daten zur Raumbelegung und der Zutrittskontrolle. Dies ermöglicht dem Betreiber, sein Gebäude dynamisch über den gesamten Lifecycle optimal zu betreiben. Wie kann das Simulationstool aus der Planung im Betrieb angewendet werden? Während der Planung wird die Gebäudeperformance mit Hilfe eines BIM-Modells simuliert. Im Simulationstool werden dabei die So-Werte für den Betrieb berechnet. Entspricht die simulierte Gebäudeperformance den Anforderungen des Bauherren, so wird das Gebäude zur Ausführung freigegeben. Die simulierten So-Werte aus der Planung können während des Betriebes mit den Ist-Werten aus dem physischen Zwilling verglichen werden. Dabei werden die Daten in einem digitalen Zwilling auf der Gebäudemanagement-Plattform DESIGO CC im BIM Viewer visualisiert. Somit kann das Simulationsmodell auch während der Betriebsphase genutzt werden, um die Gebäudeperformance zu verbessern. Die Integration des Simulationstools in die Umgebung der Gebäudemanagement-Plattform ermöglicht es, Live-Daten aus den verknüpften Systemen an die Simulation zurückzuführen. Dies verbessert die Simulation stetig und lässt sogar zu, dass Betriebsoptimierungen vorhergesagt werden können. Das Gebäude kann durch die Simulation optimiert werden und die Simulation wiederum kann durch die Daten aus dem Gebäude verbessert werden. Es entsteht eine Symbiose dieser beiden Systeme, in dessen Mittelpunkt der digitale Zwilling im BIM Viewer steht. Wie kann der digitale Zwilling dabei helfen, Abweichungen von Sollwert festzustellen und zu visualisieren?
In der Planungsphase wird aus dem Architekturmodell, dem HLKE-Modell und dem Gebäudeautomationsmodell der Gebäudezwilling gebaut. Dieser Zwilling wird in der Ausführung verwendet, um das Gebäude vor Ort zu bauen. Später im Betrieb können die Gebäudeautomationsdaten im Gebäudezwilling verknüpft werden, um sie live in Apps zu verwenden oder im DESIGO CC BIM Viewer zu visualisieren. Das BIM-Modell ergänzt das bestehende DESIGO CC durch den neuen BIM Viewer in der Funktion eines digitalen Zwillings des Gebäudes. Die Bauwerksmodelle aus Bestands- und Neubauten können mit den Live-Daten aus der Gebäudeautomation verknüpft werden. Die Verknüpfung der 3D-BIM-Objekte mit den Live-Daten ermöglicht es, ein schnelles und vereinfachtes Verständnis der Anlage zu schaffen. Im DESIGO CC BIM Viewer können die Ist-Werte des Gebäudes mit den simulierten Sollwerten verglichen und visuell gegenübergestellt werden. Dadurch wird eine einfache und schnelle Performance-Gap-Analyse ermöglicht. Neben der farblich hervorgehobenen Gap-Analyse auf einem Stockwerk können auch die historischen Daten eines Raumes in einer Trendansicht aufgerufen und analysiert werden. Vergangenheitswerte bringen mehr Verständnis zwischen dem Gebäude und der Simulation. Sie bilden die Basis für Verbesserungsmaßnahmen in der Regulierung und zeigen auf, welche Anlagen anzupassen sind. Eine weitere Möglichkeit der Gap-Analyse bietet der DESIGO CC BIM Viewer durch die Ansicht des Gebäudes von außen. Hier werden die Fenster entsprechend des jeweiligen Gap-Wertes des dahinterliegenden Raumes eingefärbt. Welche Rollen spielen IFC und OpenBIM Standards im modellbasierten Datenaustausch einer Energieperformance Gap-Analyse mit Live- und Simulationsdaten? Die Objekte in einem BIM-Modell dienen als Datenpunkte und Informationsträger. Mittels der standardisierten IFC-Schnittstelle werden die Daten aus dem Common Data Environment mit den Daten aus dem Betrieb verknüpft. In diesem konkreten Beispiel haben wir den Anlagenkennzeichenschlüssel AKS aus der Planung als Identifikator im IFC-Modell genutzt. Damit schaffen wir die Verbindung zwischen der realen und simulierten Welt. Wir nutzen diesen Identifikator für die Zusammenarbeit mit dem Planer, Elektriker und als gemeinsamen Nenner für die Übergabe in das Facility Management. Die Standardisierung der AKS-Idee in der IFC-Struktur ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses. Es werden Informationen zur Energieberechnung, Simulation, Visualisierungen und für die Auswertung der Visualisierungen eingebettet. So können Fenster oder Fassadenelemente genutzt werden, um die Energieperformance in der Gebäudehülle darzustellen. Das Raumobjekt wird damit zum Träger aller raumbezogenen Zustände. In diesem konkreten Beispiel eines Raumtemperaturfühlers funktioniert der Sensor als Schnittstelle zwischen dem realen Gebäude und dem digitalen Zwilling. Der Temperatursensor ist mit Identifikatoren für drei Werte bespielt: Gap-Analyse, So- und Ist-Zustand. Dies kann mittels einer Model View Definition aus dem IFC sichergestellt werden. Im DESIGO CC BIM Viewer werden die Live-Daten des Gebäudes im digitalen Zwilling visualisiert. Wie hier im Grosspeter Tower in Basel ändert sich das Nutzungsprofil, die Belegung und das Wetter über den ganzen Lebenszyklus.
Jede Änderung in diesen Bereichen benötigt einen agilen Eingriff seitens des Gebäudemanagements, um sicherzustellen, dass dieses Gebäude so optimiert wie möglich funktioniert, mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mit Hilfe von Simulationen und des digitalen Zwillings im Desigo CC BIMViewer können Sie nun visuelle Gebäude-Performance-Gap-Analysen durchführen, Bereiche für Optimierungen identifizieren und direkt im BIMViewer die nötigen Eingriffe umsetzen. Die Entwicklung geht weiter. Wir sind gespannt, Sie auf dieser Reise mitzunehmen. Vielen Dank für Ihr Interesse.